Was geht ab, Ballers Club, zu einem neuen Video. Gute Neuigkeiten, die Freiplätze haben wieder geöffnet, zumindest hier in der Schweiz. Und dieser Freiplatz ist auf jeden Fall mein Lieblingscourt hier in Genf. Und ja, ich habe meinen Buddy Chris heute dabei, trainiere häufig mit ihm jetzt hier im Sommer und bin seit ein paar Wochen wieder in Genf, war davor in Deutschland. Hab da ja das Workout-Video für euch gemacht, das ja, für Core, Bauch und Rücken. Jetzt beginnt die Freiplatzsaison. Zumindest ist es ja erstmal ohne Kontakt, aber an den Moves könnt ihr auf jeden Fall arbeiten, dass falls wieder Kontakt erlaubt ist, dass ihr dann ready seid, und deswegen zeigen wir euch heute einen sehr, sehr effizienten Move, den ihr im 101 verwenden könnt. Und ja, mein Buddy Chris, er hat auf dem College gespielt, hat eine sehr, sehr erfolgreiche College-Karriere, hat 40 Punkte gegen Baylor gemacht, ist aus der Schweiz, hat hier für die Nationalmannschaft gespielt, hat jetzt aufgehört, schon vor 4 Jahren aufgehört, weil er Knieprobleme hatte. Live, we are on, the video is working. What's up, guys? So, this is Chris. Chris, ich hoffe, ihr könnt natürlich ein bisschen Englisch verstehen, weil Chris ist ursprünglich hier aus Genf, das heißt, er spricht Französisch und Englisch. Aber so wie ich meine Community einschätze, die sich sehr viel mit Basketball beschäftigen, gehe ich mal davon aus, dass ihr topfit in Englisch seid. Und ja, Chris, tell us. What is your favorite move in 101? What do you like to use, and what is really efficient? It's a move to get into many different moves. So it's a move before the finishing move that when you play 101, you should use as much as you can. It can be used going left or going right. For the sake of the drill right now, I'm gonna show it to you going right. So all right. Let's say I'm attacking the basket. From this side, right? So I'm gonna fast forward. Let's say I'm on my last dribble. I'm getting to the paint. I got my defender usually on my hips because I made a good move there. I'm on my way to the basket. And right now I need to really be able to get contact to be able to create my shot at the rim, whether it is a floater or the finishing move. And how we're gonna do this is with what I call a sidestep. A sidestep is essentially, I'm going here, I'm going hard to the basket, boom, and on my last dribble, an outside foot. So usually I go last and then finish like this, right? With 2 steps. So now with this move, we're gonna get on that last dribble and that last foot. It's gonna be like a defensive slide to try to get into the defender. Yep. Raise up is a gravity center. So you can create that space, right? So it's gonna be boom. Also ihr gebt einen kleinen Push mit eurem linken Ellenbogen, aber nicht zu weit ausfahren, damit es hard. The most important thing is not to extend your arm, because then they call it a charge, you know? Offense, and so we call an offense foul. With 2 dribbles, it's gonna look like this. 1, boom, and then we can go. Oh, okay. Whatever move it is we're gonna do, so. Now, I just finished as a floater, but I can finish as, as a little fadeaway. Yeah. With an up and under. Yeah. What is this gonna create? The guy on defense who receives the bump, his center of gravity is gonna go higher. He's gonna get pushed a little bit backwards. And then you created the contact. You created the separation. He's gonna have to come back at you, and it's gonna be very hard in the physical, in the physics standpoint. You can go from here to here very easily, and this will give you the chance to do a bunch of moves. All right, let's show this one time with a defender. So you're gonna come here, and boom, and now you're ready to go. Yeah. Now you go a little bit faster. Yeah, a bit schneller. Und das ist halt wichtig, weil selbst wenn ihr kleiner seid, könnt ihr dann trotzdem über größere
drüber werfen. Und das ist halt, also das ist halt, wenn, ihr müsst ja wirklich schnell machen. It's real quick, right? It's the push and then suck. So the, was der Verteidiger nicht recovered. You can read, there's a bunch of things you can do out of it. I love to do it going to my left. Okay, also why? Er präferiert das auch über die linke Seite zu gehen. Warum? Why? Because when I get to my left and I push and I'm in this position, I can go a little bit fade away like this. For a right-handed guy, if you're in this position, you can go straight into your shot. But if you're right-handed and you're going right and you stop like this, then it's very hard. I mean, it's harder to turn to get. So you have to turn like Kobe, basically, which a lot of coaches don't like. Yeah. And it's harder on your legs. If you can push here, boom, and go straight into a low fadeaway, very, very effective. Super schwer zu verteidigen, weiß ich, weil ich auch schon gegen ihn 1 gegen 1 gespielt habe. So how can they work on that? What do you think is like a good way to work on that? I think a very, very good way to work on that is to start very slow. The way I started to work on that when I was younger, was still a player, was really to just get here, get the ball, and just do one dribble, boom, and go like this. Get my rebound, boom, boom. So I imagine I'm hitting a guy, boom, and then go up. And it's also very important, guys. I know it's a lot of details, but you see, I'm coming here, and then I don't come up like this because I know it's gonna be a defender. Yeah, but I can then here reinschlagen, wenn er da den Ball. Boom, and now I chin it and go straight up with it. And obviously, you go from one dribble to maybe two dribbles, and then a little bit faster where you can really kind of do it game speed. Es sieht dann immer so einfach aus am Ende, aber es ist extrem schwierig, da die Kontrolle zu bewahren, weil extrem viele Hände dort sind und extrem viele Leute um einen herum sind. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr effizienter Move. Und ich bin mal gespannt, was ihr sagt, ob der klappt bei euch. Am Anfang fühlt er sich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an und man muss ihn ein paar Mal machen, aber wenn er dann, ja, wenn ihr den dann trainiert habt, dann kann er wirklich sehr, sehr effizient sein. Und ja. Ja! Oh! Good shit, bro. I'm in. Oh, wait. What's the rule? I'm in, bro. I didn't touch the ball. There's a weak ass. Oh, he wanna do it like this. Fuck out of here, no way. Man. I'm in, bro. Yes! Hell no. 2-2. Hell no. Fuck out of here. 2-2. Too bad you jumped. 2-2. You jumped, bro. Let him play, bro. Let him play. 2-2. Get out of here! Ah! Oh! Okay, wir sind fertig mit unserer Einheit, was wir ganz oft hier machen in Genf. Ich weiß nicht, der Wind ist so stark. Hey, tell him how you beat me on 101. What move did you use? Ich habe die Moves benutzt, die Chris mir gesagt hat, und ich war erfolgreich, habe gewonnen. Aber wie gesagt, ich muss da ein bisschen Credit ihm geben, weil er hat die mir wirklich gezeigt. Nach unserer Trainingseinheit gehen wir meistens immer ins Wasser, wir gehen immer schwimmen. Heute, sehr windiger Tag. What do you think, how much the Creed the water has? Now? Yeah. 11. 11? Ich zeige euch auch ein kleines Video von Chris, weil er war immer im Winter, geht er immer unter das Eis tauchen. Aber man muss wirklich gut Bescheid wissen, also nicht nachmachen, ne? Und nicht direkt reinspringen, weil das Wasser ist wirklich noch sehr kalt. Ich hoffe, man versteht es. Wir gehen rein. Let's go. Right. You ready? Should I tell them how you gotta control your breathing? Okay, he doesn't understand what is important with the breathing. The breathing is life. Oh. Thank you.
Yeah, yeah, bro, this is fucking dope, man! Alles klar, wir sind jetzt gerade zurückgekommen vom Essen. Wie gesagt, wir waren schwimmen, am See ein bisschen spazieren, ein bisschen Skateboard gefahren, war auf jeden Fall cool. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommen, was wir hier so machen in Genf gerade. Und ja, you got something to add? Yeah, Ballers Club, we're sorry, we had so much fun. We went to the Ethiopian restaurant, we did some skateboarding by the lake. We forgot to record those things because we had so much fun. We didn't think about the video. Yeah, but wanted to say thanks for having me in Ballers Club, and I hope you can use that sidestep sometime when you play one-on-one with your homies. Yeah, and wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir ein 1 gegen 1 machen bis 11, dann schreibt das in die Kommentare. Schreibt vor allem auch, ob ihr denkt, ob er gewinnt oder ich gewinne. So like, who's gonna win the one-on-one, you know? Yeah, schreiben. Schreiben, exactement. And yeah, das war's. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und wir sehen uns auf den nächsten Videos auf Ballers Club. Peace. Peace.